Immer diese Jugend mit ihren Flugmaschinen, da kommt nichts Gutes dabei raus, waren die Worte von einem weisen alten Mann, und zwar von Kanonkugel Jenkins, der in diesem Part vorkommt. Und damit herzlich willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf, Film ab! Ah, Kanonkugel Jenkins, wer wäre besser geeignet, Stunt-Double zu beurteilen? Ein Profi bis ins Mark. Mark? Mark? Wer zahlt denn heute noch mit Mark? Verdammt, ich hab dir gesagt, das steht da nichts als Unheil bringen. Deshalb bin ich als... Ja, stimmt. Und was hast du für unsere furchtlosen Wettbewerber geplant? Geahnt? Was geahnt? Ich habe das mit den Städtern schon geahnt. Oh, deshalb bin ich als kleiner Junge... Bist du bereit für die Standausscheidung? Scheidung? Du redest wirres Zeug. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Wie soll ich mich da scheiden? Wie auch immer, schmeiß die Kamera an. Damals, 42, bin ich auf einer Kanonenkugel über die feindliche Linie geflogen. Hab 8 Monate in einem Baum gehangen. Das waren noch Zeiten. Gut. Nachdem der letzte Part nicht so grandios war, hoffe ich, dass der ein bisschen besser läuft und ich mich nie so sehr aufregen muss. Und wer weiß, vielleicht ist das ja jetzt hier schon das Finale. Und ansonsten ist es auf jeden Fall der nächste Part. Blöde Seepocken. Seepocken von den Wänden und versucht die Plattform gerade zu halten. Das ist, glaube ich, nicht sehr einfach. Besonders nicht mit Thaddäus an meiner Seite. Die lassen sich ja die zwei. Schad die Seepocken. So, ich hol die hier mal runter. So, die habe ich runter. Du bist absolut unbrauchbar. Weiter hoch. So, komm. Alter Thaddäus. So, musst du den Eimer vielleicht mal... Hier kommen noch mehr dieser verfluchten Donnerwellen. Alter. Das geht gut nicht. Gut gemacht, Partner. Ja, ich muss auf jeden Fall ein bisschen höher. Du bist weit davon entfernt. Noch mehr Donnerwellen! Ja, runter. Donnerwellen! Folge mir nach unten! Wir haben es drauf. Ich habe dir geholfen. Thaddäus will hoch, okay. Als ich ein kleiner Junge war, mussten wir uns keine Gedanken über Donnerwellen machen. Vierter Schwarm. Wie wollt ihr denn noch hier spammen? Hör die Tollkumpel! Höher, glaube ich. Mhm. Komm. Runter, runter! Ah, okay, das klappt nicht so. Donnerwelle! Fünfter Schwarm. Wie Schwärme gibt's denn? Du bist weit davon entfernt, dich zu vermassen. Patrick will runter. Also, runter. Lass sie uns runterbringen! Oh Gott, das ist die größte Donnerwelle, die ich je gesehen habe! Nun, okay! Komm, sehr nice. Du bist nicht absolut. Jetzt hoch, gut gemacht, Partner. Hoch. Oh Mann! Ich sage hoch! Was für ein großartiges Spiel! Oh Mann, bin ich schlecht in dem Spiel schon wieder. Fantastisch! Sehr, sehr nice. Komm, weiter, 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 juhu, weiter. Ich verstehe halt nicht, wann ich kurbel und wann Fehler. Nicht. Ja. Leck mich am Arsch. Doch, Thaddäus, es war dein Fehler. Du bist nämlich nicht auf die Dinge losgerannt. Du bist wirklich nicht aus Texas? Du bist einfach weiter stehen geblieben und hast wie ein Bekloppter gekurbelt. Und deswegen ist es dein Fehler, weil du zu dumm warst. Noch mehr Donnerwellen! Wir haben es. Du bist weit davon. Wir können das Gleichgewicht nicht halten, Thaddäus, wenn du weitermachst. So. So, jetzt schlage ich mich eigentlich recht gut, weil ich jetzt weiß, wie das Kurbeln funktioniert. Hier kommen noch mehr dieser verfluchten Donnerwellen! Ja, wir sind hier verkackt. Du bist wirklich nicht aus Texas? Du musst nur nach oben machen, Thaddäus. Ich bin schon so weit oben, wie es nur geht. Mhm.
du bist nicht absolut unbrauchbar. Ja. Was will man machen, wenn Computergegner zu dumm sind? Wow, ich habe eine Actionfigur freigeschalten. Ich bin nicht Verlierer. So weit vorne liegen die anderen jetzt auch nicht. Gut. 4000 muss man ja mindestens bei jedem Spiel bekommen. Habe ich bei dem Spiel bekommen. Das heißt, das reicht. Und deswegen geht's weiter zum nächsten Spiel. Seilklettern. Die Batterie macht die Seile schneller. Dadurch kann der Kletter schneller nach oben. Das klingt wieder nicht so toll. Stecke die Batterie in die Terminals, um die Seile schneller zu machen. Und Punkte, bla bla. Springen ist A. Ich weiß nicht, was ich machen muss, deswegen mache ich einfach mal. Batterie einsetzen muss ich machen. Muss üben. Ja, wo? Hä? Gut gemacht, Partner. Ich liebe. Wie werfe ich wieder eine weg? Niemand ist perfekt. Oh, verflucht. Ich weiß nicht, wie ich wieder eine wegwerfe. Das ist scheiße. Nicht mein. Weil Thaddeus hat mir meine weggeschnappt, deswegen. Scheiße. Wo kommt eine Pinke? Da kommt eine Pinke. Wir haben perfekt. So. Nicht mein. Auch wieder Pink. Pink. Neue Farben, okay. Orange und Blau. Das würde wehtun, wenn ich nicht so gepolstert wäre. Nochmal orange. Niemand ist perfekt. Das ist blau, wenn das nicht so nach blau aussieht. Das ist eher lila, aber gut. Komm. Geh weg. Neue Farben, war eh klar, dass ich das nicht gewinnen darf direkt. Natürlich kommen die jetzt alle bei Thaddeus, damit Thaddeus locker schnappen kann. Warum konnte Thaddeus gerade seine ablegen und ich konnte vorhin meine nicht ablegen, obwohl ich auch vorhin im Laufrand stand und wie ein bekloppter A gesmashed habe. Egal. Das würde ich nicht tun, wenn ich nicht so gepolstert wäre. Ich schnapp mir gleich eine blaue. Okay, eh schon wieder vorbei. Zu viel, zu oft neu generieren. Muss üben. Ich bin hä? Gut. Hab ich doch nicht vor Thaddeus gehabt. Oh ja! Niemand. Du bist wirklich nicht aus Texas? Gut. Gut. Komm, geh weg. Gut. Nicht mein Fehler. Das war dumm. Gut, neue Farben. Immerhin. Doppelblau. Das ist fair. Muss üben. Das ist richtig fair. Besonders weil Thaddeus ja auch blaue braucht. Das bedeutet, er will mir natürlich auch welche wegschnappen. Hallo, leg die ab. Leg die ab. Hallo. Da habe ich voll verkackt gerade in der Runde. Also 1000 Punkte müssen drin sein. Wenn ich das mal so sagen darf. Also mindestens 1000 Punkte muss sein. Ansonsten das würde wehtun, wenn ich nicht so gepolstert wäre. So. Neue Farben, okay. Ja, okay, 1000 ist. Nicht mein Fehler. Ja. So geht's. 1000 ist geschafft. Das genügt. Das genügt auf jeden Fall. Wow, damit fühle ich mich richtig gewonnen. Cool. Kriege ich damit 4000 Punkte. Ja, sehr nice. Gut, ich glaube, hier werde ich nicht mehr failen. Nicht so wie im letzten Part, wo ich dann übel gefailt habe. Aber gut so. Ganz ehrlich, das ist gut so. Wenn ich fail, ist es scheiße. Richtig scheiße, weil ich dann was nachholen muss und das ist doof. Schleudern und schwingen. Schwingt euch zusammen von Stange zu Stange und versucht möglichst viel zu berühren. Haltet euch. Ich konnte nicht lesen. Schleudern, indem ihr loslasst, während der Partner schwingt. Kompartner können angewiesen werden, Stangen loszulassen. Komm, loslassen, B oder X. Es können Stangen ausgewählt werden, die der Kompartner greifen soll. Stange wählen. Benutzt federnde Stangen am Boden, um euch wieder nach oben zu schlangen. Okay. Festhalten und bewegen. Das wird ein Spaß. Ja. Das wird ein Spaß.
Was soll ich machen? Was für ein großartiges Team. 10? Na. 10? Was 10? So schnell. Ja. Okay. Zoom. 20? Yippie. Wow. Also wir müssen auf jeden Fall weit runter. Ob das jetzt so klug war, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen eher hoch, ne? Alles! 20? Hä? Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Wieder da! Hä? Wie komme ich hoch? Das wird morgen wehtun. Jetzt komme ich! Ich komme ja jetzt nicht mehr hoch. B. Okay. Na, nächste, komm. Patrick, ich muss wieder hoch mit dir, ne? Gut. Wenn du so dumm bist und dich überall. Nein, nicht loslassen! Ja! Da kann ich schon mal sagen, das war richtig dumm. Ohne Fleisch kein Preis! Das war unerfreulich. 30! Komm. Ich kriege hier wieder keine Punkte. 40? Nein! Leck mich am Arsch. Du bist so dumm, Patrick. Yay! Ich glaube, das gewinne ich nicht. Wir haben es drauf. 60? Das ist voll Konzentration. Was 60? Yay! Einen lebendigen Spieler wäre es viel cooler. 70? 50? Weil man sich halt absprechen kann. Ich habe dir geholfen. Weil die Steuerung halt auch null funktioniert. Yippie! Wow! 80! So schnell! Komm, so es muss immerhin, es muss reichen, bitte. Bitte reicht es, 590 natürlich. Punkte, das ist gut. Komm. Ja, es reicht. Aber Patrick ist besser. Patrick bekommt eine neue Rolle. Könnt ihr nebenbei erwähnt immer noch in die Kommentare schreiben, mit wem ich in den zweiten Durchgang spielen soll. Macht es. Los, jetzt sofort. Während die Cutscene läuft. Kanonenkugel, das war gut. Also, wer ist der Sieger? Tiger? Ich brauche keinen Tiger. Verdammt doch mal. Ich habe dir gesagt, dass die Städter nichts als Unheil über uns bringen.
Herrgott nochmal, wer ist der Sieger? Sieger? Nun, warum hast du nicht gefragt? Der Pinke, Patrick! Okay, danke, Kanonenkugel. Bring Patrick zur Garderobe. Wow, Patrick hat 3 Rollen in den Story-Modus bekommen. Da sieht man, wie schlecht ich war eigentlich in dem Spiel. Und damit dürfte das Spiel gleich zu Ende sein. Beim nächsten Mal wahrscheinlich das Finale. Nee, SpongeBob hat die Rolle als Superschurke bekommen. Ich bin gespannt, Finale oder nicht. Das war's. Alle Rollen sind besetzt. Jetzt zählen wir die Popularitätspunkte zusammen und entscheiden, wer die Superschurkenrolle erhält. Hier Gil Hammerskin. Ah, Sir, wie schön Sie... Ja, Sir, wir haben alle Rollen für die Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube Episode gecastet. Die Teilnehmer waren... Ja, Sir, ich versuche gerade herauszufinden, wer... Ja, Sir, der Sieger ist... SpongeBob! SpongeBob hat die Superschurkenrolle! Ja, Sir, alle Rollen sind besetzt. Wir können die Episode dann endlich sehen. Okay, ich schicke sie jetzt rüber. Ich hoffe, sie mögen sie. Ich hoffe, ich mag sie. Ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. Finale oder nicht? Ist das das Ende? Oder kommt noch eine Sequenz mehr?